Ja. Hallo, guten Tag. Ich spreche mit Herrn Titi Schwengel. Ja. Sehr schön, ich bin Lukas Fischer vom G-Front Assets. Sie haben vor kurzem bei uns einen Account gemacht, stimmt das? Wo denn? Auf gfrontassets.com. Kann sein, ja. Kann sein, klingt gut, okay. Herr Titi Schwengel, zuerst wollte ich fragen, ob Sie irgendwelche Fragen an mich haben. Nee. Erstmal nicht. Sie wissen, was wir anbieten, oder? Nee. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder einen Trading-Betrüger an der Telefonleitung, der Meinung ist, wir müssten ganz genau wissen, wen wir da an der Telefonleitung haben. Keine Ahnung, wie die da jedes Mal darauf kommen, dass nur der Betrüger anruft und man jedes Mal wissen soll, wer da eigentlich an der Telefonleitung hängt. Schon verrückt. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesem neuen kriminellen Telefonat. Okay, wir bieten einen vollautomatisierten Handelsroboter, oh, der schön. Auf dem Finanzmarkt handeln kann. Haben Sie irgendwelche Erfahrungen am Finanzmarkt? Nee. Und Sie? Ja, bitte? Sie? Ich habe schon ein bisschen, ja. Okay. Aber meine Aufgabe ist nur, den Account zu aktivieren. Danach werden Sie mit einem persönlichen Finanzberater bekommen, der kann für Sie auch einen Finanzplan erstellen, laut Ihrem Wunsch. Oh, ja. Genau, wie klingt das für Sie? Bitte was? Wie klingt das für Sie? Also, bis jetzt hat er ja noch nichts abgeliefert. Bis jetzt hat er eigentlich nur irgendwie Durchfall von sich gegeben, was von vorne bis hinten keinen Sinn gemacht hat. Und er fragt mich jetzt, wie das für mich klingt? Ja, wie Durchfall? Wie was soll denn das sonst klingen? Es ist wirklich verrückt. Die rufen an, sind der Meinung, man wüsste schon automatisch, wer da am Apparat ist. Das muss der Kunde alles irgendwie vorher wissen. Und dann kotzt er da irgendwas durchs Telefon und ist der Meinung, das müsste sich jetzt für mich gut angehört haben. Wollte der nicht irgendwie was erklären? Warum rufen die überhaupt an? Das macht doch alles gar keinen Sinn. Also die Leute rufen wirklich nur an und grasen Geld ab. Das hat nichts mit Kundenservice zu tun. Nicht mal, wenn man danach sucht. Weiß ich nicht, was soll ich da machen? Normalerweise, die Roboter zu starten, braucht man eine einmalige Investition von 250 Euro. Unsere Testphase ist eine Woche lang, das heißt, Sie können die Roboter eine Woche so testen lassen. Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, dann können Sie entscheiden, ob Sie das weitermachen möchten oder das Geld auszahlen lassen, je nachdem. Ja. Und dann, wie möchten Sie dann vorgehen, wenn ich fragen darf? Wie muss man denn da vorgehen? Ja, bitte? Wie muss man denn da vorgehen? Ja, wie gesagt, wir können heute die Roboter starten. Ja. Ich habe schon eine E-Mail gesendet. Die Neukunden, die in der ersten Stunde den Account aktiviert haben, kriegen auch noch 50 Euro Startguthaben dazu. Das heißt, wir können noch mit 300 Euro anfangen heute. Ich frage mich immer, an welcher Stelle die Stelle mit der Erklärung kommt. Die erzählen ja die ganze Zeit, dass die einem bei der Registrierung helfen wollen oder bei der Anmeldung oder bei der Aktivierung und die wollen helfen und die wollen einem was erklären. Nur wenn die denn irgendwas von sich geben und erzählen, dann frage ich mich jedes Mal wieder aufs Neue, an welcher Stelle war jetzt das mit dem Erklären? Wann kommt das jetzt mit dem Punkt, wo sie einem was erklären wollten? Ich weiß es nicht. Versteht ihr das? Das macht wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Vor allem macht das immer weniger Sinn, wenn die... Da weiß ich nicht, was sie da tun. Mir fällt da wirklich kaum was dazu ein. Es ist einfach nur immer wieder absolut unterirdisch und absolut Wahnsinn, was die da eigentlich von sich brabbeln am Telefon. Es gibt alles keinen Sinn, kein Verstand. Es hat keinen Faden, wo man sich irgendwie dran orientieren könnte, was der jetzt von einem will. Die reden von der einen Sekunde von irgendeiner Anmeldung, dann ist es eine Aktivierung, dann wollen sie gleich Geld haben. Dann fragen sie einen direkt, wie man das findet und man hat eigentlich zu nichts, zu dem, was die da sagen, eine Antwort.
Ich meine, diese ganzen Fragen, die da stellen, die dienen ja eigentlich nur dazu, dass man immer Ja sagt und man findet das gut und toll. Und dann ist der Kunde genau darin gefangen, in seinen schnellen Aussagen, wenn er sagt, ja, ist gut, habe ich verstanden, ja. Und dann kommt man halt da nicht mehr so einfach zurück in so einem Gespräch. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Gibt es da auch mehr? Wie bitte? Mehr Bonus? Mehr Bonus gibt es leider nicht. Oh, das ist mir dann zu wenig. Aber okay, Sie wissen, dass wir können nicht einfach so Geld schenken. Das ist normalerweise nur für unsere Neukunden, wie gesagt, in der ersten Stunde die 50 Euro Willkommensgeschenk. Aber die Roboter können für Sie auch sehr gute Profite machen. Deshalb glaube ich, wenn Sie die Roboter so ein bisschen ausprobieren. Ja, aber wenig Bonus, die anderen geben ja 100 und so. Welche andere? Jeder weiß für sich selber. Unsere Plattform bietet nur 50 Euro. Oh, also bei Ihnen ist das geizig sozusagen. Wie bitte? Bei Ihnen sind Sie denn geizig? Na, geizig sind wir nicht. Wie gesagt, wir bieten einfach nur unsere Handelsroboter, die für Sie auf dem Markt handeln kann und auch profitieren. Ja. Das ist, was wir anbieten. Nicht einfach so, wir können einfach nicht so Geld schenken, so 100, 200 und so weiter und so fort. Das ist, weiß nicht, wer bietet überhaupt sowas? Ganz viele. Ganz viel? Ja. Haben Sie auch woanders gehandelt? Nee, aber da waren dann nur komische Leute dran an der Leitung. Aber die haben gesagt, da kriegt man 200 und 300 und 500% Bonus. Wann? Aber heute oder haben Sie vorher woanders angemeldet? Ich habe mich heute mal überall angemeldet, um zu gucken, was da so passiert. Aber okay, weil wir sind die offizielle Anbieter von diesem Roboter. Weiß nicht, wo haben Sie sich registriert und welche Firmen ja. Sie. Da gibt es ja so viele Webseiten, wissen Sie? Da kann man noch so viele Webseiten gucken. Ja, es gibt viel, das stimmt. Aber wir sind die offizielle Anbieter von der Handelsroboter. Ja. Nur bei uns kann man diese automatische Software nutzen. Ach so, und die anderen haben sowas nicht? Das normalerweise nicht. Ach wie gesagt, so. Wir sind die offizielle. Die weiß nicht, was die anderen anbieten. Wir bieten die Roboter und dazu auch einen persönlichen Finanzberater. Das ist, was wir anbieten. Ach so. Ganz genau. Also alle anderen sind dann die Bösen. Nur die Betrüger, die ich an der Telefonleitung habe, sind nicht die Bösen. Die Bösen sind immer nur die anderen. Die anderen werden euch bescheißen am Telefon. Den netten Mitarbeiter, den wir hier jetzt an der Leitung haben, der würde natürlich niemals auf die Idee kommen, euch irgendwie das Geld aus der Tasche zu ziehen. Mit seinen sinnvollen und sehr, ja, löblichen Aussagen, die man irgendwie gar nicht nachvollziehen kann, was der da so von sich gibt. Ich weiß es nicht, was die sich dabei eigentlich immer wieder denken. Tja, das Schlimme ist, es zahlen Menschen dort ihr Geld ein. Ohne Wenn und Aber. Tja, ich meine, der ist ja jetzt hier nicht ganz so furchtbar wie den ein oder anderen, den wir hier schon an der Leitung hatten. Aber seriöser ist das auch nicht. Das ist hier nur Gebrabbel und Gestammel und so richtig Sinn ergibt davon überhaupt nichts. Also nicht mal im Ansatz, nicht mal dann, wenn man es irgendwie sucht und versucht, da noch Sinn drin zu finden. Jetzt erzählt er uns hier, ja, nur die haben hier einen Roboter und alle anderen nicht. Ja, werben tun komischerweise alle mit Roboter. Aber alle, die mit dem komischen Roboter werben, tja, das sind auch immer meistens genau diese Leute, die wir jetzt hier gerade an der Telefonleitung hören. Von daher, Finger weg, wenn ihr da irgendwelche stammelnden, brabbelnden Leute an der Leitung habt, die eigentlich gar nicht so richtig wissen, was sie davon sich geben. Hauptsache, sie erzählen nur irgendwas. Da muss man auf jeden Fall immer schön aufpassen, dass ihr da nicht aus Versehen ja, an so einen Betrüger geratet. Und den bekommt man dann nach Hause, der kommt dann und trinkt einen Kaffee in der Küche? Ja. Sie machen echt Spaß hier, Tete Schwingel, aber Sie wissen, dass die Berater macht alles telefonisch. So, das kann ich ja nicht wissen, ich kenne das ja nicht, weil bei meiner Bank, da kommt immer noch einer nach Hause und dann machen die so Beratung mit mir. Mit Ihnen nach Hause? Ja, bei mir zu Hause. Sehr, das klingt echt interessant. Bei welcher Bank sind Sie? Sparkasse. Die Sparkasse? Okay, haben Sie so viele Finanzberater, die Sparkasse, dass die können zu jeder Kunde nach Hause gehen? Die kommen dann immer, ja, und dann kriegt man da eine Beratung.
Und was bekommen Sie von diesem Berater? Was hat er für Sie gemacht? Na, meine Versicherung macht die. Ach so, die Versicherung, ja. Aber wir bieten keine Versicherung hier, Tittenschwinger. Ach so. Wir bieten ganz. Also ist bei Ihnen alles Also, unversichert dann? wie bitte? Bei Ihnen ist dann alles unversichert? Nein, wir sind keine Versicherungsfirma. Ach so. Unversichert ist das nicht. Wie gesagt, wir haben 7 Tage Geld-zurück-Garantie für die Ja. Roboter-Testphase. Also doch eine Versicherung. Ja, wenn, dann sagen wir, dass das eine Versicherung ist. Also der redet auch die ganze Zeit immer nur so, wie er es braucht. Mal ist er eine Versicherung, mal ist er keine Versicherung, dann doch wieder nicht und dann doch wieder und was? Also, tja, mehr als Blabla kommt da halt wirklich nie von diesen Callcentern. Die versuchen einem, ja, weiß ich nicht, zu gefallen, darauf aufzuspringen, was der Kunde sich gewünscht hat, weiß ich nicht. Also mir fällt da auch wirklich kaum was ein. Es ist einfach nur absolut verwirrend. Solche Leute möchten von euch Geld. Und das dann angeblich an der Börse verwalten. Ich glaube, solchen Leuten sollte man, ja, nicht mal irgendwie eine freie Minute am Telefon geben, sondern grundsätzlich lieber direkt auflegen. Und das solltet ihr auf jeden Fall auch all euren Familienmitgliedern empfehlen, dass niemand auf sowas hier hereinfällt. Callcenter-Abzocke gibt's übrigens auch auf TikTok, Instagram, Facebook und Twitter. Schaut dort auch gerne mal vorbei unter dem Suchbegriff Callcenter-Abzocke. Das ist keine richtige Versicherung, weil normalerweise Ach kann man so. nicht Also ist. keine richtige Versicherung. Ich meine, ja, es ist keine Autoversicherung, keine Hausversicherung. Aber ich denke, Sie nehmen das nicht so ganz ernst, Herr Schwengel. Habe ich recht? Warum? Ja, weil Sie fragen mich, warum. Habe ich Ihnen gesagt, der Finanzberater kann nicht bei Ihnen nach Hause kommen. Sie haben so angefangen, das mit Kaffee und Kuchen, das, was wir anbieten, ist alles telefonisch. Sie kriegen einen Account bei uns auf unserer Plattform. Die können Sie jeden Tag den Account nachschauen und die Balance ja, Ja. kontrollieren, ob alles gut läuft und so weiter und so fort. Das ist, was wir anbieten. Wie klingt das für Sie? Tja, also wie soll das Ganze bitteschön für mich klingen? Es klingt jetzt kein Stück besser, als es die ganze Zeit schon geklungen hat. Dass das hier definitiv nichts anderes als Betrug sein kann, verrät er hier schon irgendwie allein. Tja, seine Audioqualität ist auch irgendwie schon wieder komisch, weil die ganze Zeit wird er ständig mal lauter, mal leiser am Telefon. Es ist wirklich furchtbar. Ja, also ich schneide jetzt hier übrigens seit, ja, es ist jetzt das dritte Video, was jetzt mit dem neuen Programm hier auf Callcenter Abzocke geschnitten wird. Daran sehe ich jetzt auch die Audiospuren grafisch dargestellt. Also das war ja das, was ihr immer bemängelt habt, dass es mal lauter, mal leiser war. Jetzt kann ich es hier sehen. Das Problem ist, wenn aber das Telefonat schon von vornherein mal lauter und mal leiser war, tja, was soll ich denn da nachträglich noch großartig bearbeiten? Würde ich an jedem Wort einzeln hängen, wenn man das nochmal wieder vernünftig retuschieren möchte. Ist schon absolut Wahnsinn. Mit was für einer Qualität die da jedes Mal anrufen. Ich weiß es nicht. Ob die da auf Lautsprecher telefonieren, durch den Raum lümmeln, was sie da für Technik benutzen. Es ist einfach immer wieder irgendwie erstaunlich. Das ist definitiv mit dem Betrug auch in, ja, in der Variante ultra schlecht zu funktionieren scheint. Ja, weiß ich nicht. Kann man ja mal probieren. Okay. Ja, wie gesagt, die Testphase ist sozusagen risikolos. Sie können die Roboter ausprobieren, wenn sie nicht zufrieden sind. Nach einer Woche das Geld auszahlen lassen. Also Aber gibt gibt auch das es zweite Möglichkeit. Wie bitte? erstmal ein Demokonto? Demokonto? Wir bieten Hm? kein Demokonto bei uns. Warum nicht? Weil Sie wissen, dass so ein Software kostet auch Geld. Das für die Demokonto. Sie können selber handeln, wenn Sie so ein Demokonto möchten, aber nicht mit der Roboter. Ah ja, ultra interessant. Also mein Geld überweisen funktioniert auf jeden Fall. Aber das Ganze erstmal wirklich zu testen und auszuprobieren mit einem Demokonto, also mit einem nicht echt Geldkonto, wo man erstmal nur mit Spielgeld spielt, das geht dann plötzlich nicht. Das könnte vielleicht daran liegen, dass man ohnehin nur ein Demokonto und kein echtes Konto von denen bekommt. Damit ist nämlich die Funktion des Demokontos bereits belegt. So machen das nämlich die meisten von den Betrügerfirmen. Wenn die euch nochmal anrufen möchten, nachdem ihr wirklich euer Geld eingezahlt habt.
Ihr zahlt zwar Geld ein bei dieser Firma, naja, es wird aber nicht eurem Konto gutgeschrieben, sondern man schreibt da einfach nur auf einem Demokonto irgendeine Zahl hin. Die hier in diesem Callcenter versprochenen 50 Euro kann man ja einfach dazu buchen. Das heißt, ihr habt 300 Euro überwiesen, ihr belegt das dann mit eurem Beleg und daraufhin wird der Mitarbeiter dann die 250 Euro, die ihr überwiesen habt, buchen und euch die 50 Euro dazu buchen. Also einfach 300 Euro anklicken und dann steht da bei euch auf dem Konto 300 Euro. Dass das aber nichts anderes als ein Demokonto, also Spielgeld ist, das wird man euch hier nicht verraten. Denn man möchte euch ja hier noch was vorgaukeln. Und wie es auch oft bei seriösen Firmen so ist, die Demokonten funktionieren erstaunlich gut. Mit tollen Profiten, die man da macht. Meistens sind die so gebaut, dass man hier nur Gewinne macht. Oder zumindest 90% nur Gewinne macht. Ja, und wenn man dann mit echtem Geld handeln würde, ist die Kohle weg. So funktioniert es tatsächlich auch leider bei dem ein oder anderen seriösen Unternehmen. Naja, und bei diesem Unternehmen ist es ja so, dass man hier nur das Demokonto nimmt und euch irgendwas vorgaukelt. Die Kohle, die ihr eingezahlt habt, die ist schon lange weg. Aber um das Schauspiel aufrechtzuerhalten, hat man eben ja die Möglichkeit, mit so einem Demokonto euch irgendwelche Gewinne vorzugaukeln. Damit man jetzt richtig wässerig wird und der Zahn quasi schon nach noch weiterem Geld tropft, dass man hier noch ganz schnell nochmal weiter Geld nachschiebt. Also nochmal, ja, nochmal mehr investiert, weil mit mehr Geld kann man natürlich auch an der Börse mehr Geld machen. Ja, und das machen sich die Betrüger oftmals zunutze, dass man da einfach nochmal Geld reinschiebt. Obwohl man noch nicht mal was ausgezahlt bekommen hat. Tja, grundsätzlich sollte man sowas niemals tun. Und spätestens, wenn es ums Geld geht, sollte man immer hellhörig werden. Denn niemand wird euch anrufen und euch einfach so Geld am Telefon schenken. So, aber beim Selberhandel ist der Risiko zu hoch. Normalerweise. Ich weiß ja gar nicht, ob der Roboter funktioniert. Ja, deshalb bitten wir die Testphase, wie gesagt, eine Woche lang mit 250 Euro. Und was mache ich, wenn Sie das Geld nicht ausbezahlen? Interessanter finde ich ja noch, dass der Mitarbeiter hier die ganze Zeit sagt, man kann es erstmal ausprobieren und testen. Aber ein Demokonto zum Ausprobieren und Testen kriege ich nicht zur Verfügung gestellt. Also ich muss das mit echtem Geld ausprobieren und testen. Nur was ist, wenn bei dem echten Ausprobieren des echten Geldes alles schiefläuft? Und ich bei dem Test und bei dem Probieren getestet und probiert habe, dass es nicht funktioniert, dann ist die Kohle weg. Also, was ergibt denn jetzt hier bitte noch am Ausprobieren und Testen von dieser Aussage Sinn? Denn wenn man echtes Geld in die Hand nimmt, dann ist es kein Testen mehr. So oft man es noch wiederholt und so oft er noch Ausprobieren und Testen sagt, nehmt ihr echtes Geld in die Hand, ist es kein Testen und es ist auch kein Ausprobieren. Das Einzige, was ihr da vielleicht probiert, ist, wie man möglichst schnell seine Kohle aus dem Fenster werfen kann. Das ist dann aber auch schon alles, was man hieraus ja, als Resultat bekommt. Was heißt nicht ausbezahlt? Naja, für den Fall, dass sie das Geld nicht ausbezahlen, was mache ich denn dann? Warum sollen wir das Geld nicht auszahlen lassen? Ja, es gibt ja so viele Leute, die das Geld dann nicht wiedergeben. Wo haben Sie das gemacht überhaupt, dass die Leute das nicht auszahlen lassen? Das ist wir sind verantwortlich nur für unsere Plattform. Ich weiß nicht, was anderes. Im Internet gibt es so viele Sachen, das wissen Sie doch selber. Sie haben mich aber, glaube ich, irgendwo auch woanders gemeldet, weil Sie... Ja, genau. Ich habe mich überall mal angemeldet, um mal zu gucken. Ja, ganz toll, dass er davon erzählt, dass überall im Internet kann ja was Schlimmes passieren und da haben sie bestimmt schon was Schlimmes. Also erstmal finde ich es immer wieder toll, dass die, wenn ein Betrüger-Callcenter anruft, die gehen grundsätzlich immer davon erstmal aus, dass ihr schon mal beschissen wurdet. Vor allem, umso länger ihr mit diesen Leuten hier an der Telefonleitung verbringt, umso mehr bilden die sich ein, dass ihr schon mal beschissen wurdet und genau deswegen nochmal euch bescheißen lässt. Ja, und wenn ihr dann nicht so richtig mitspielt bei dem Betrug, euch bescheißen zu lassen, wie die sich das vorstellen, dann werden die ja meistens ziemlich schnell dann, ja, recht brabbelig und haben da keine Lust mehr auf euch und oftmals sind sie ja dann auch beleidigend und ausfallend. Aber schon interessant, wie die sich das jedes Mal so zurechtbiegen, wie sie es gerade brauchen. Und dass er dann auch noch von Betrügern aus dem Internet quasi erzählt, wobei er doch selber genau zu dieser Kategorie Mensch an der Telefonleitung gehört. Es ist schon echt absolut, ja, weiß ich nicht, Abschaum, solche Leute, die euch hier das Geld aus der Tasche pressen wollen.
Aber haben Sie Geld einbezahlt? Oder haben Sie Nee. nur einfach so mit Demokonto so gemacht? Mit Demokonto. Ach so. Ja, dann von wo wissen Sie, dass die zahlen kein Geld aus? Ja, genau, das ist ja richtig. Bei einem Demokonto wird erstmal nicht ausgezahlt. Mit einem echten Konto weiß ich aber auch nicht, ob da ausgezahlt wird. Normalerweise, wenn Sie einen, Sie, wie gesagt, Sie bekommen einen Account, wir sind eine ganz normale Handelsplattform. Ja. Wir handeln meistens mit der Krypto. Weiß nicht, ob Sie über Krypto was wissen, aber Nee. der Krypto, Was na macht? okay. Der Kryptomarkt ist zurzeit sehr lukrativ und davon kann man echt gut profitieren. Ach so. Mit der Handelsroboter, ja. Wie Ja, gesagt, da. eine Woche lang, glaube ich, ist nicht viel Zeit, die Roboter auszuprobieren. Ja. Wenn Sie möchten, kann man auch kurz machen. Sie können auch die 24 Stunden das machen. Das müssen Sie selber entscheiden. Und auch später, wenn Sie das Geld auszahlen möchten, können Sie das machen und das Konto schließen. Das ist überhaupt kein Thema. Und wie funktioniert der Roboter? Was heißt, wie funktioniert? Na, wie der funktioniert, wie macht er das? Er nutzt die künstliche Intelligenz auf dem Markt zu handeln und er sammelt über die ganze, was im Internet steht, die ganze Info über das Kryptomarkt und Welche verwendet sie auf künstliche dem. Intelligenz nutzen Sie denn dafür? Wie bitte? Na, welche künstliche Intelligenz nutzen Sie denn dafür? Was heißt welcher? Das ist ein Programm, eine Ja. Software. Wie Ich kann heißt das? programmieren. Was meinen Sie mit wie heißt? Na, die künstliche Intelligenz, wie heißt die? Es gibt keinen Namen für die künstliche Intelligenz. Das Das ist hat jedes so Programm gehandelt. einen Namen. Das, ja, was, ich verstehe nicht, was Sie meinen, echt. Na, normalerweise hat doch jedes Programm einen Namen. Bei uns heißt das die Handelsroboter. Wir haben keine Namen für die Programme. Ach Das ist, so. was wir anbieten. Genau. Es ist keine Siri wie beim iPhone oder sowas. Oder Alexa. Es gibt sowas bei uns nicht. Ja. Sind Sie gerade von mir im Computer? Nee. Okay. Weil, wie gesagt, ich habe Ihnen schon eine E-Mail gesendet. Ach In so. die. Und wie geht's jetzt weiter? Was muss man da jetzt machen? Dann müssen Sie die E-Mail-Adresse aufmachen. Mein E-Mail meine ich. Und da steht Deaktivierungslink. Wenn Sie da drauf drücken, da kommt ein neues Fenster und da müssen Sie das. Geht es Und dann auch können ohne Sie. Deaktivierungslink? Wie bitte? Ob das auch ohne Deaktivierungslink geht? Für die erste Zahlung nicht. Die erste Zahlung ist immer mit einem Sicherheitslink. So. Und wie macht man die Bezahlung? Da müssen Sie meine E-Mail aufmachen, da kann ich Ihnen weiterhelfen und assistieren. So, aber an eine E-Mail komme ich gerade nicht ran. Kaputt. Dann, weil normalerweise, wenn Sie die meine E-Mail aufmachen, da steht der Sicherheitslink, da muss man da drauf drücken und einfach die Schritte folgen, das ist alles. Ja. Wie überall, ganz einfacher gemacht für die Kunden. Ja, und wie machen wir das so lange, wie die E-Mail-Adresse da nicht so richtig funktioniert? Da müssen Sie eine neue E-Mail machen. Weil sonst können wir Ihnen das nicht. Ich habe ja schon eine, aber da muss ich ja jetzt auf die Freischaltung warten. Freischaltung für was? Für die E-Mail? Ja, weil da habe ich was gesperrt. Das ist irgendwas Neues. Da können Sie ganz einfach ein neues E-Mail machen. Dann habe ich ja Bei zwei, dem. auch ja bloß eine. Dann müssen wir warten, bis die E-Mail-Adresse aktiviert ist. Ach Sonst kann ich so. Ihnen nicht weiterhelfen. Ja, aber Dann mache ich warum brauchst also. du E-Mail? Das verstehe ich nicht. Weil E-Mail ist ja kein Pflichtprogramm. Manche Leute haben ja gar keine. Ja, Was macht man denn dann? die können die Account nicht aktivieren. Ganz einfacher. Das ist unsere Firmenpolitik hier, Herr Schwengel. Wie gesagt, wenn Sie auf dem Kryptomarkt handeln möchten, dann ist das der richtige Weg. Sonst können Sie beim Sparkasse einfach Geld anlegen. Ja, das habe ich ja auch. Das ist doch wunderbar. Und was kriegen Sie jährlich? Das ist Wie immer viel Geld unterschiedlich. dafür? Mal ist es 1 Million, mal zwei. Habe ich verstanden. Okay, dann wenn die E-Mail-Adresse aktiviert ist, Sie können mir gerne zurückschreiben. Bis dahin kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Tut mir leid. Wie heißen Sie da in der E-Mail? Lukas Fischer. Lukas Fischer. Okay, dann muss ich mir das merken. Und wann melden Sie sich da jetzt nochmal? Sie müssen mir zuerst eine E-Mail schreiben, sonst will ich Sie nicht stören. Ja, aber wenn ich das jetzt nicht finde, was mache ich denn denn? Dann können wir Ihnen den Account aktivieren, ganz einfacher. Ach so, das ist aber schade. Wie gesagt, das ist unsere Firmenpolitik. Das kann Können ich Sie nicht da mal ändern. einen fragen?
Wofür? Na, ob wir das nicht irgendwie umgehen können? Geht nicht anders. Na, aber man kann es doch mal probieren. Was heißt probieren? Ich kenne die Firmenpolitik. Das ist ja nicht so schlimm, aber man kann ja trotzdem mal fragen. Vielleicht sind die ja nett. Ja, kann sein, aber das können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben und dann. Na, aber fragen Sie mal da einen, ob das jetzt doch erstmal ohne E-Mail geht. Die können wir ja dann nachtragen. Danach geht nicht. Na, fragen Sie mal. Du kannst doch mal probieren. Dann frage ich per E-Mail ja. Die fragen Sie mal. Abteilung. Bleiben Sie am Telefon, bitte. Ja. Und dann hat dieser nette Mitarbeiter uns warten lassen und warten und warten und warten. Das Ganze ging jetzt hier über 5 Minuten. Da habe ich euch natürlich jetzt hier gerne mal den größten Teil rausgeschnitten, denn in der Zeit ist ja eigentlich nur mein Staubsaugerroboter zu hören. Ja, es ist schon absolut, ich weiß es nicht, was da für Leute sitzen. Ich weiß nicht, was die sich dabei denken. Scheinbar einfach überhaupt nichts. Aber man muss dieses ganze Gespräch hier mal irgendwie mal drüber nachdenken, was da eigentlich passiert. Da ruft euch irgendeine fremde Person an, die davon ausgeht, dass ihr euch da angemeldet habt. Egal, ob das so ist oder ob es nicht so ist. Die gehen immer davon aus, dass ihr euch angemeldet habt. Verneint ihr das Ganze, dann sagen die, doch, das hast du getan. Egal, was du mir sagst, interessiert mich sowieso nicht. Das ist das ja, was man da so grundsätzlich meistens von denen dann zu hören bekommt. Naja, und dann bekommt man da Leute ans Telefon, die ja euch Fragen beantworten wollen, euch helfen wollen bei irgendeiner Registration, bei irgendeiner Aktivation, bei weiß ich nicht, was auch immer. Nur wenn man dann mal nachfragt, kriegt man keine Antworten. Man kriegt keine Antworten, man kriegt nichts erzählt von denen, die wollen eigentlich immer irgendwas erklären. Nur da frage ich mich dann jedes Mal, wo bleibt jetzt hier die Erklärung? An welcher Stelle habe ich jetzt hier was verpasst? Denn da kommt nichts. Da kommt überhaupt nichts. Es ist einfach nur der absolute blanke Wahnsinn, was man sich da antut am Telefon. Von daher, wenn ihr solche Gespräche ja ans Telefon bekommt, legt einfach auf. Versucht gar nicht mit solchen Leuten zu kommunizieren, denn es bringt am Ende sowieso nichts, außer dass man sich darüber aufregt und ärgert, dass man sich mit solchen Leuten unterhalten hat. Denn die Mühe ist das definitiv nicht wert. Von daher, hört lieber meine Videos, dann wisst ihr ganz genau, was da eigentlich ja sonst vorgefallen wäre oder wie es eigentlich genau da abgeht bei diesen Gesprächen, die man da bekommt, und teilt sehr gerne die Inhalte mit allen Menschen, die ihr kennt, damit wirklich niemand auf diesen Bums hier drauf hereinfällt. So, Herr Titte-Schwengel, sind Sie immer noch da? Ja. Wie gesagt, ich habe genau das gleiche Antwort bekommen. Warum? Was hat er denn gesagt? Geht nur. Bei uns können die Leute nur mit E-Mail-Adresse den Account bestätigen, sonst geht das nicht. Und warum? Aus welchem Grund? Ja, der Grund, dass wir wollen 2023, nicht in 2019.040. Ja, aber ich brauche gar keine E-Mail-Adresse zum Überleben sonst. Sonst ist ja nur bei Ihnen so. Kann sein. Aber alle Leute, die im Internet was machen, die haben eine E-Mail-Adresse und die brauchen das. Sonst geht nicht anders. Ja, aber sonst brauche ich die ja auch nicht und jetzt geht's ja halt gerade nicht. Das ist ja ganz schön ungerecht. Haben Sie so Facebook oder Instagram? Dann können wir auch Ihnen kontaktieren. Was? Ob Sie Facebook oder Instagram haben? Nee, von sowas halte ich mich fern. Interessant, wie alt sind Sie? Ich bin 29. Was normalerweise alle junge Leute haben. Irgendwelches soziales Netzwerk. Ja, aber ich will sowas nicht, weil da sind nur böse Menschen unterwegs.
ist tatsächlich auch schon interessant, dass die immer davon ausgehen, dass alle flächendeckend mit Social Media und Internet und Smartphones abgedeckt sind. Aber dem ist so in Deutschland tatsächlich wirklich nicht. Es sind nicht alle in Deutschland mit Internet abgedeckt, also weil sie es nicht wollen. Und das sollte ja auch eigentlich jedem sein gutes Recht sein, dass man sowas nicht haben muss. Aber er meint, es ist 2023, da muss man wohl eine E-Mail-Adresse haben. Also ich persönlich finde es super, dass es immer noch Menschen gibt, die keinerlei Aktivitäten im Internet durchführen. Denn grundsätzlich ist eins klar, das Internet an sich ist jetzt auch nicht unbedingt der beste Raum für jeden Mann und jede Frau. Tja, denn genau solche Leute kommen da nämlich her. Und viele Menschen wollen es deswegen grundsätzlich gar nicht erst haben. Ja klar, wer einen Festnetzanschluss hat, braucht mittlerweile Internet in Deutschland wegen der blöden IP-Telefonie. Ich meine, ist ja nicht so, als hätte nicht analog einfach auch mal ausgereicht, ne? Aber tja, so ist es halt. Man muss hier flächendeckend alles verkabeln und mit der Brechstange wollen sie dann, dass man da eine E-Mail-Adresse hat. Ja, aber wenn man keine hat, dann hat man keine, dann will man vielleicht auch keine. Aber das scheint die Betrüger nicht zu interessieren, weil so kommen die natürlich dann nicht an ihr Geld und dann haben sie auch keinen Bock mehr auf euch. Verstehe ich. Dann tut mir leid, Herr Schwengel, kann ich hier nicht weiterhelfen. Schade. Und wir machen was ist jetzt weiter? Ja, Sie werden noch ein paar Anrufe bekommen. Warum? Weil zu Account schließen, da muss man das bestätigen. Aber das macht die andere Abteilung, nicht ich. Ach so, das ist ja schade. Aber ich will ja den Account nicht schließen. Tut mir leid. Aber wenn da jetzt nochmal einer anruft zum Schließen und ich sage, ich will das nicht schließen, was ist dann? Ja, wenn Sie in 7 Tagen nicht die E-Mail-Adresse... Und dann hat der nette Mitarbeiter einfach mittendrin aufgelegt. Ich weiß auch immer nicht, wie das zustande kommt, aber es passiert ziemlich oft, wenn man solche Betrüger am Telefon hat, dass die sich selbst beim Sprechen abwürgen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der Chef mitgehört hat und der dann aufgelegt. Könnte auch irgendwie so in die Richtung gewesen sein. Man weiß es nicht genau. Aber es ist schon ziemlich verwirrend. Vor allem so eine Aussage wie, da rufen noch ganz viele an. Und ja, da ruft noch einer an zum Account schließen. Da muss man noch mehrere Anrufe. Ja, die mehreren Anrufe, die der da meint, ist, dass er ganz genau weiß, dass das Ganze nichts anderes als Betrug ist. Denn nur die Betrugs-Callcenter, die terrorisieren euch dann immer und immer und immer weiter. Aber nicht zum Account schließen, sondern um noch 20 verschiedene Accounts bei noch 100 verschiedenen Firmen irgendwie zu eröffnen, wo man dann noch mehr Geld investieren soll. Und selbst wenn man dann dort erzählt, dass man schon bereits vor kurzem irgendwo sein Geld drin versenkt hat, dann, naja, machen die halt weiter und sagen, ja, bei uns könntest du hier nochmal Geld investieren. Scheißegal, ob du da jetzt positive oder negative Erfahrungen hast. Gerade wenn man da bei anderen Leuten Geld verloren hat. Bei uns ja natürlich auf jeden Fall nicht. Das sind so die Aussagen, die man sich dann da wieder anhören kann. Schön, dass die alle da über ihren Betrug Bescheid wissen und wie skrupellos die das einfach alle durchziehen. Ohne Wenn und Aber werden die Leute da einfach beschissen. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr zum Thema Betrug verpassen möchtet. Außerdem unterstützt ihr so den Kanal, dass wir schneller wachsen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn die Abonnentenzahl immer weiter steigt. Heute war es tatsächlich das dritte Video mit dem neuen Schnittprogramm auf dem neuen Computer. Vielen herzlichen Dank nochmal an die komplette Community, das hier technisch möglich zu machen. Das liegt allein an eurer Unterstützung, an euren vielen Abos, an den vielen Stunden, die ihr den Kanal hier schaut. Denn nur so ist die Produktion von Callcenter Abzocke eben auch möglich. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es qualitativ euch jetzt so aktuell gefällt. Also jetzt sehe ich hier auf jeden Fall auch die Audiospuren, grafisch, optisch vor mir. Das war das, was ihr immer so bemängelt habt in den Kommentaren in der letzten Zeit. Da war es halt leider so, dass unter dem Videobalken einfach immer nur ein Audiobalken war, ohne dass ich grafisch erkennen konnte, welche Audiospur jetzt lauter oder leiser ist. Es war schlichtweg einfach nicht zu sehen. Jetzt sehe ich es grafisch. Ich hoffe, wir kriegen es jetzt in den Griff, dass die verschiedenen Audio-Lautstärken halbwegs ein bisschen Einklang finden und ihr kein Hörsturz mehr bekommt, wenn meine Einsprecher dazwischen kommen.
Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch der ganze Bums hier gefällt. Abo sowieso, teilen auch sehr gerne. Und ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an vielen, vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Wer mag, schaut auch hier gerne mal vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Und genug Material, um viel, viel mehr Videos zu schauen, ist auf jeden Fall dabei. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.